The officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. So for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ist Malte Müller-Michaelis. Henrik Schramm wird der Ringrichter sein, weil sie sind auf der Anreise. Vertreten wir schon Ringrichter Jürgen Langos. Brahim Eich aus Belgien wird dazukommen und Pavel Kühnig. Die richtigen Schwächen. Da ist aber schon der Ringrichter. Doch früher angereist, als wir dachten. So, damit stehen die Offiziellen. Ich kann auch erwähnen, dass wir morgen auch noch die Ärzte dabei haben. Dr. Beatrice Rutschus und Dr. Karl Meister werden Timekeeper haben und Köpfen. Gern Hoffmann, Sie begleiten auch diese großen Titelkämpfe. Wir holen die Herausforderung zu uns. Sie kommt aus dem schönen Augsburg, ein bayerisches Madel. Hier kommt sie zu uns, ehemalige Weltmeisterin im Mini-Gewicht. Hier kommt Tina Ruprecht. Sie hat 14 Profiboxkämpfe bestritten, davon 12 gewonnen, 3 durch K.O. als Ungewicht. Die Mädchenklasse unterhalb von 46,3 Kilogramm. Angesetzt ist er noch auf. Wir haben gerade auch eine Diskussion geführt, ob die Runden nicht 2 oder 3 Minuten dauern sollen oder die Titelkämpfe nicht 10, sondern 12 Runden, aber daran haben sich die Mädels auch noch nicht gezeigt. Wir hören das Gewicht von Tina Ruprecht. 45,8 Kilogramm. Und sie ist ebenso wie Tina Ruprecht langjährige Weltmeisterin, aber jetzt die amtierende Weltmeisterin. Sie kommt aus dem schönen Urtenjahr-Tabellen an der Elbe. Ist Mitglied im Team Czech Republic. Trainer ist Lukas Krenzschi. Hier kommt die Weltmeisterin im Atomgewicht der BBC, Fabiana Bicicki. 22 Profiboxkämpfe, ungeschlagen, 20 Siege, davon 5 durch K.O. Die Weltmeisterin auf der Waage. Mit 46,2 Kilogramm. Damit haben wir den Kampf. Die Weltmeisterschaft im Atomgewicht. Fabiana Bicicki gegen Tina Ruprecht. Sowohl diesen Weltmeisterschaftskampf der WDC im Atomgewicht, als auch jetzt den gleich folgenden Titelkampf, den wir hier in die Waage ziehen. Fabiana Bicicki, die amtierende Weltmeisterin, Herausforderin, Tina Ruprecht aus Augsburg. Und das denkt es auch an die Mädelsbanden. Und wir kommen zu der Geschichte des morgigen Abends. In der ersten Reihung, beim ersten Aufnahmetreffen gab es keinen Sieger. Es war eine andere Wertung, in der vierten Runde abgebrochen werden. Beide waren sozusagen bei traurig und der Promoter und Steinfurt, die beiden waren sich aber dann innerhalb des Lebens schon einig, dies muss entschieden werden, braucht also eine Fortsetzung. Die offizielle Ernennung wurde zu uns, Virtual European Championship. Er war auch schon im Mai dabei. Hier ist er wieder. Hier ist diesmal Konrad von Ungarn. Auch der Unrichter wird hier sein. Sagt mir der Mann aus Deutschland. Wir haben den Konrad aus Ungarn als Punktrichter. Wir haben ihn als Punktrichter aus Luxemburg. Und er hat es auch der Peter Bühler aus Deutschland. Ja, aber ich denke, das wird doch der. Wir können ihn gut sehen. Wir holen zu uns. Aus dem schönen Dorsten,
Yes. Familienoberhaupt oder gehört einer Familie mit vier Kindern an. Hier holen wir zu uns. Elias Nissarovic! Yes.